Was haben wir denn da? Ach, die Nieten. Habe ich da eigentlich nichts draufgeschrieben? Ja, oft geht's blind. Du liegt du. So, dann schauen wir mal. Du bist ja soweit fertig. Ha. Na, das ist. Alter, gefalter Höhe. Zack. Oh, das ist ein Magnet. Eieieiei. Geile Sache, das funktioniert also. Ja, einen schönen guten Tag, die liebe YouTube-Gemeinde, zu einem weiteren Video der Blue Devil. Die Blue Devil, der Blue Devil, des Blue Devil. Ich bin gerade am Überlegen, was brauche ich denn noch alles? Die letzten zwei Videos waren ja recht aufschlussreich. Und ich bin am Schauen, wie das denn mit dem Ventilspiel funktionieren würde. Herzlich willkommen bei Nice Eye 36. Was ich gerne von euch wissen würde, liebe Gemeinde. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Wenn ich hier mein Frauchen, Patschehändchen, der Nice Eye Patschehändchen. Hier bin ich jetzt richtig schön am Gas. Jetzt will ich bremsen. Jetzt schaut mal, wo meine Finger sind. Ja? Das heißt, ich muss hier mit der Hand so vor, um zumindest mit den ersten Fingergliedern die Bremse zu haben. Man sieht das hier, glaube ich, dass ich da keinen, ich muss nachgreifen. Und bei der Kupplung ist es genauso. Ja, da ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, sehe ich gerade oder spüre ich gerade, der Bremshebel ist ziemlich weit draußen. Vielleicht hat die Gemeinde eine Idee, weil es gibt nicht so viele Hebel. Und mir wäre es lieb, wenn dieser Winkel hier nicht so perversmäßig wäre. Gerade Hebel wären mir eigentlich am liebsten. Warum die überhaupt so gebogen sind, das weiß auch keiner. Bei der Kupplung könnte ich es mir noch vorstellen, weil dann der Hebel ganz aufliegt. Aber selbst mit einem geraden Hebel oder etwas geraderen Hebel. Also gerade bei der Bremse hätte ich gerne einen geraden Hebel. Und die Frage ist ja, da das Aluminium ist, wird man das nicht biegen können, ohne dass es einen zerbricht. Ja, das ist alles so Kleinzeug, was mir gerade so einfällt. Wir sind uns ja einig, dass bei der Virago der stehende Zylinder, also der vordere Zylinder, leicht einzustellen ist. Am Auslass. Am Einlass werden wir jetzt schon ein wenig würgen müssen. Wie bekomme ich diesen Deckel hier einigermaßen runter mit Licht an, mit dieser Schraube da hinten. Ja, das könnte eventuell auch noch irgendwie mit dem Schlauch hier, also von der
Kurbelwellenentlüftung bzw. Motorentlüftung, sage ich hier mal dazu, könnte das ja funktionieren. Und jetzt muss ich, glaube ich, auf die andere Seite, weil hier sieht man nicht viel und da sieht man auch nicht viel. Dann haben wir hier das Teil. Da könnte ich eventuell auch mit etwas tricksen, da dazwischen durch, um diese hintere Schraube zu erwischen und die vordere. Aber dann habe ich hier den Auslass. Und da wird mindestens die Batterie raus müssen und der Batteriekasten, dann dieses Abschirmplastik und das obere Plastik eventuell. Ja, und dann habe ich immer noch das Problem, wie kriege ich die Vergaser raus? Weil bei der 1100er war das ja ein Gewürge. Und ich weiß noch von der damaligen Zylinderkopfgeschichte, wo ich die Nockenwellen getauscht habe, das war nicht so einfach. Weil die ganz einfach wenig Platz zwischen den Zylindern haben, um die rauszubekommen. Und da überlege ich schon, den Motor auszubauen. Aber ich scheue mich davor, Ja. Überlegung hin, Überlegung her. Es ist 5:30. Ich habe noch Zeit. Also werde ich mich mal als allererstes auf die Suche nach meinem Kreuzschlitz machen. Den habe ich irgendwo verbaut. Den hatte ich, glaube ich, hier irgendwo. Da ist er aber nicht. Es ist immer das Gleiche. Jetzt habe ich schon aufgeräumt, aber meinen Kreuzschlitz habe ich irgendwo hin. Hilft nichts, suchen. Ja, da war doch irgendwie so das Thema Danke Schwerkraft und so weiter und so fort. Er lag unter der Hebebühne. Aber hier verschwindet ja im Normalfall nichts. Da ist sogar noch Polierwachs drauf. Ha! Das muss ich mal meinem Sohnemann Alex sagen, dass er da etwas geschludert hat. So, die Seite wäre jetzt schon mal, das machen wir mal da los. Vielleicht könnte das ja funktionieren, dass man ihn rausdreht, dass das bei der 57er besser funktioniert. Et voilà. Der faule Mann setzt sich jetzt hier hin. Jetzt muss ich wieder aufstehen, gleich mit Sicherheit und mir Werkzeug holen. Da sind noch so komische LEDs drin, das weiß ich noch. Das Ding war ja gespickt mit LEDs. Und da sind 10 Tagesvignetten drauf. 2 Monatsvignette, 10 Tagesvignette. So, was haben wir denn hier? Einen Deckel. Der etwas angerostet ist. Also werden wir den auch in Angriff nehmen. Die Schraube drehe ich mal temporär wieder hier rein. So, das ist ein kleiner Luftfilter. Dann brauchen wir 6-Kant. Da fehlt auch einer. Der steckt hier in der Entlüftung bzw. im Anschluss vom Benzinhahn, Unterdrucksteuerung Benzinhahn. So, dann schrauben wir das Ding da mal ab. Das ist etwas anders wie bei der 1100er. Eine etwas andere Steuerung. Auch diese Abgasrückführung, glaube ich, ist das. Und
die hier angeschlossen ist. Dann da die Unterdruckleitung, Unterdrucksteuerung. Die Scheibe ist da. Die Schraube kommt mal gleich wieder hier rein. So, das Ding ist fest. Dann kann die Schraube, die muss ich draußen lassen, die ist mir nachher im Weg. Dann haben wir hier den Unterdruckschlauch, den mache ich mal da weg. Schön vorsichtig. So. Und die beiden kann ich mal temporär da liegen lassen, da hängen lassen. Ja, ich werde, glaube ich, heute noch öfters aufstehen müssen, wenn ich die ganze Zeit mein Werkzeug vergesse mitzunehmen. Jetzt werden wir mal den... Ja, bei dem ganzen Schlauchgewirr kann es einem schwindelig werden. So. Und ich glaube, die 57er hat auch ein Boostventil. So. Gut, wie sieht es da drin aus? Da drin ist... Sprit. Was kein Wunder ist, so wie ich die bearbeitet habe mit dem Gas. Jederzeit möglich. So. Boah, da ist echt wenig Platz. Bist du irre? Ich bin gespannt. Das wäre der Chokezug. Nein. Also. Ich erwähnte ja, wenn eine Kreuzschraube nicht so gut aufgeht, mit einem normalen Kreuzschlitz, diese japanischen Kreuzschlitz sind ja, was weiß ich was für ein Zeug, dann nimmt man sich am besten einen manuellen Schlagschrauber, aus dem ganz einfachen Grunde, das Ding hat einen fetten Griff. Ja, jetzt kann man hier mit der spitzen Geschichte da rein. Prädestiniert dafür, gleich umzuswitchen auf Sechskant. Das Ding ist festgeballert. Also, Gripzange. Ist auf. Und da machen wir dann eine Imbusschraube rein. So. So würde dann also eine vernudelte Kreuz aussehen. So, Chokezug ist ausgehängt. Dann haben wir drüben auf der anderen Seite die beiden Gaszüge. So. Das dürfte hier, glaube ich, nicht das Thema sein. Dann haben wir einfach die Klemmung lösen. Von unten ist das. So. Und da bin ich gespannt, was das, wo das Ding locker ist. So, aushängen. Einmal temporär schraube ich die mal gleich wieder rein. Wenn sich die da mitdrehen, kann man sie hin und wieder dazu überreden, hier an den Anschlag zu gehen. Das ist bei der Yamaha richtig gut gemacht. Jesus Gott, ist das Ding lose, bist du irre. Es bewahrheitet sich immer wieder. Man sollte seine Maschine hin und wieder einfach mal zerlegen und nachschauen. So, die können mal hinter die Hupe. Gut, das müsste es gewesen sein. Und jetzt schauen wir mal, sollen wir da mal ziehen dran, ob die da raus wollen. Irgendwie habe ich das in Erinnerung von irgendjemanden, der die Ansaugstutzen mit abschraubt.
und die mit Ansaugstützen ausbaut. Habe ich bei der 1000er auch gemacht, weil ich wusste, da kommen neue rein. So, jetzt ist er mal ausgehängt. Jetzt ist die Gretchenfrage, kriege ich den hier rüber oder kriege ich ihn da rüber? Schauen wir mal. Hier scheint es nicht zu gehen. Nö. Und hier rüber geht es auch nicht. Rausschrauben. Die Schraube da nicht raus, weil der das im Weg ist. Wo ist mein Kreuzschlitz? Da. Auf dem Motorrad. Ganz aufschrauben. Dann kann ich die untere Halteschelle etwas wegbiegen. Und die obere auch. Und dann kann ich die da rausnehmen. Ups, das war eine Scheibe. So. Das sind also zwei Unterlagscheiben, ein Sprengring, eine Unterlagscheibe. Und jetzt muss nur noch die hier oben raus. Wie haben wir es denn damit? Alter, sind da Schläuche. Haben wir schon fast vergessen, was das für ein Gemurks ist. Bei der 57er und bei der 1000er und bei der 1100er und bei der Virago allgemein. So. Jetzt habe ich hier zumindest nicht mal so viel Platz. Müssen wir nur schauen, ob wir... Entschuldigung. Ich wollte euch nicht treten. Oh, wie soll das gehen? Liebe Gemeinde, ich komme da nicht dazu. Ich habe hier keinen Platz zum Drehen. Also probieren wir es mal mit Verlängerung, Gelenk, Zehnernuss. So. Diese Konstellation hier. Ja. Das könnte hinhauen. So, jetzt schauen wir mal, ob da was geht. So, jetzt ist er drauf. Boah, ist das Ding fest oder was? Das wäre ein GAU, wenn ich die verdrehen würde. Ja, so ein Kreuzgelenk, das kann was. So, und soweit ich jetzt das noch weiß, muss ich die hier nicht rausschrauben ganz, sondern die ist gegabelt, aber vielleicht irre ich mich da auch. Ich muss mal von hier schauen. Ja, ist gegabelt. Das heißt, er sollte jetzt eigentlich rausgehen, der Kumpel hier. Irgendwie. Jo. So. Da hätten wir ihn. So. Jetzt muss bloß meine Ratsche da wieder runterkommen. Und dann sollte das auch mit dem Vergaser klappen. Im Normalfall. Ja, da muss aber diese raus. Und dann möglichst gleich alles in den Ansaugstutzen fallen lassen. Aber nicht mit Leo. So, das Ding werden wir zustopfen. So, wenn es jetzt fällt, dann nur in die Donau. So, da ist dann auch noch so ein... Oh. So
so ein Halteblech mit dabei. Dann wollen wir schauen, ob sich der Vergaser jetzt dazu überreden lässt, rauszukommen. Was ist das für ein Schlauch hier? Das ist so ein fettes Teil von der Entlüftung, ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. So, sitzt vorm Loch und brummt. Da müssen beide Ansaugstützen runter. Ich sehe da sonst keine Möglichkeit. Wirklich nicht. Ja, das ist ja wieder japanisch 10. Aber hat geklopft. Das ist das Teil mit der Gabelung. Die Schraube ist nicht rund. Ach ja. Ja. Dann haben wir das hier noch. So, ist das gleiche, wie ich drüben gemacht habe. Die Schelle ein bisschen hochbiegen und ein bisschen runterbiegen. Dann komme ich da an die Schraube mit den Fingern dran und kann sie rausschrauben. So, und jetzt musst du dann noch nur noch so lieb sein und hier rauskommen. Ja, da ist der Kabelbinder. Der hält da unten was fest. Außer diese Kabel hier. So, und da wäre das gute Stück. Ja, also ich glaube, das war schon korrekt, dass die Ansaugstützen raus müssen. Mir ist es auf jeden Fall erspart geblieben, den Motor auszubauen. Jetzt ist auch das Ventilspiel einstellen hier. Und da ein Stück leichter. Problem bleibt der hintere, aber da kommen wir ja da auch noch dazu, was ich jetzt in Angriff nehmen werde. Und hier mal die Batterie ausbauen. Hätte ich vorher machen sollen, aber ich glaube, bei einem Vergaserausbau kann nicht viel passieren. So. Hier ist dann wieder dieses Haltegummi. Der Ablaufschlauch für die Batterie ist ja hier hinfällig, weil, das eine mörderische Gelbatterie drin ist. Ja, das weiß ich noch. Das war ein Gewürge, die einzubauen. Dementsprechend wird das jetzt etwas problematisch mit dem Ausbauen. Da von hinten irgendwie drücken. Jupp, kann ich. Das Ding hat Autoausmaße. So, Ringschlüssel. Auf mit dir. So, ich komme gleich wieder rein. Und auch hier habe ich meine Gummis untergelegt. Boah. Junge. 12 Volt, 16 Ampere. Intakt Bike Power Gel Batterie. Mein Kreuz. Ja. Kommt jetzt wieder gleich. Ah, der hat eine Hebebühne. Soll er sie doch hochheben? Nein, ich habe auch meinen Stolz. So, Batteriekasten raus. Ist nur eine Schraube. Oder sind das zwei Schrauben? Keine Ahnung gerade im Augenblick. Diese Scheibe und Sprengring. Und dann sollte der hier eigentlich rausgehen. Oder auch nicht. Da hat es unten, na, die ist nicht fest. Die Sicherung hier. Oder den Zwischenstecker oder was immer das da ist. Na, das ist der Sicherungskasten mit den
mit den Rundsicherungen. Und eine CDI, eine kleine, nicht so pervers wie die von der 1100er, weil das alles auf dem Deckel aufliegt, muss man das erst herausnehmen. So, dann haben wir hier einen Stecker und jetzt sollte das ganze Ding anhebbar sein. Und dann kann ich das mit etwas Glück hier vorbeiheben. Das ist das Starterkabel, das ist der Entlüftungsschlauch. Den brauchen wir nicht mehr bei der Gelbatterie. Weg damit, einstweilen. So, und dann den Batteriekasten mehr oder weniger gefühlvoll hier rausnehmen. Wir hängen da an dem, also so leicht schräg ansetzen. Da ist so ein Halt, der Halter für die Schraube am Batteriekasten. So. Ui, was haben wir denn da für ein riesenlanges Kabel? Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Massekabel und ein Pluskabel für die Bordsteckdose. Mit Sicherung. Ja, fein gemacht, Martin. So, jetzt kommt mal dieses Plastik hier weg. Das ist Kaleutz. Kreuzschlitz. Wie komme ich da so hin? Jo, das geht. Danke, Schwerkraft. Also eine Kreuzschlitz so. Und ich kann, glaube ich, dank meiner genialen Konstruktion mit dem Magneten mal für Licht sorgen. Aber die da oben schalten wir aus. Oder stecken wir aus. Jetzt ist nur die Frage, ob ich an diese Kreuzschlitz rankomme. Yep. Und die geht auch auf. Lässt sich lösen und ist tatsächlich schräg. Okay, dann werden wir das bei der 1000er im Auge behalten. Da wusste ich ja in dem Zuge nicht, ob ich das Ding verbogen habe oder nicht. Das ist also auch dieselbe Schraube, dieselbe Kreuzschlitz. Überlegung, Inbus, das ist das Plastik. Also man sieht den Pflegezustand dieser Maschine. Und jetzt habe ich hier von der Seite dadurch genug Platz zum Ventile einstellen. Daumen hoch. Ja, und dann können wir uns vielleicht hier noch etwas um die Elektrik kümmern. Es sieht nicht so schlimm aus wie bei der Kachiva. Diesen Sicherungshalter, den werde ich ersetzen. Das ist von was ist das? Das geht da hoch, das geht da hoch. Das ist Altbestand Schalter Zusatzscheinwerfer. Schön. Hier sieht eigentlich auch nichts Schlimmes aus. Außer also da ein bisschen Isolierband und ein bisschen ein mehr oder weniger unnötiger. Ach nee, schau an. Schau an, schau an, schau an. Da ist die Isolierung Fritte. Komm mal her, du Stecker. Also, da ist ein Kabelbinder drum. Und dieser Kabelbinder hält Isolierband. Blaues Isolierband. Deutliches Zeichen dafür. Kommt da nicht von mir. Ich habe nämlich kein blaues. Und noch nie gehabt. So. Und dann haben wir hier eine blanke Kabelstelle. Da. Ah, stell scharf. So. Okay.
Das dürfte ja nicht das Problem sein. Komma, weil ich brauche was Stabiles, um da reinzukommen. Da, 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 da. Puh. Knack. Zack. So. Schauen wir mal, kriegen wir das hin. Hier, jetzt habe ich den zu weit reingedrückt. Hier ist eine Nase. Muss ich wieder rausdrücken. Gut. Übertrieben dargestellt. Hier so eine Nase. Ja? Und diese Nase rastet in diesem Stecker da hinten ein. Ja, komm. Da sieht man es da hinten. Ja? Und das ist der ganze Trick an der Geschichte. So, wir schauen uns das Kabel an. Das ist wirklich nur, da ist nur die Isolierung weg. Also Schlumpfschlauch. Ja, das sieht nicht schlecht aus. So, Glatteisgefahr. Ja, ich habe ja gesagt, ne? Ich habe ja da die Aufnahmen gemacht vom blau, strahlend blauen Sonnenschein. Und Motorrad anmelden. Der Regen heute geht überall in Schnee über. So, schauen wir mal, ob der hier drüber geht. Besser drüber geht. Sieht beinahe danach aus. Ja, das kriege ich drüber gewirkt. Aber so lange brauche ich den nicht. Ich werde den mal so abkanten. Und dann schieben wir das Ding hier da drüber. Und dann können wir nämlich diese ausgefranste Isolierung da vielleicht gleich mitnehmen. Einmal ganz durch, ganz zurück. So. Und dann so wieder zurück. Bis hierhin, würde ich sagen, oder? Dann benötigen wir unseren Heißluftpuster. Wie gesagt, meine Lampe hält nur mit einem Magneten. So, verschlumpft, aber ich mache da noch ein zweites drüber. Und zwar das abgeschnittene Stück. Diese japanisch-chinesisch Billig-Dinger sind so platt gedrückt. So, mal dahin. Und dann ist das auf jeden Fall sicher. So, schauen wir uns den Stecker an, der passt. Jetzt müssen wir hier diese Lasche gerade bringen. Und dann kommt das Ding wieder rein in seinen Sitz. Einmal so, einmal so. Und dann braucht man im Normalfall das Ding bloß wieder zusammenzuschieben. Ja, so passt. Und dann klackt das und dann hält der wieder. Gut. Repair it. Schön. Also haben wir wieder einen Fall erledigt. Ja, die liebe YouTube-Gemeinde, ich könnte auch liebe YouTube-Nation sagen, nachdem ich festgestellt habe, dass mir sogar Amerikaner und Dominikanische Republik zuschauen. Welcome to my show, dear friends from USA und from Dominic Republic. Oder wie auch immer. Skoll, Prost. Oh ja, da steht schon ein bisschen. Kalter Kaffeedampf macht schön. Ja, Virago 57 4GK. Wir haben den Vergaser ausgebaut, inklusive Ansaugstutzen, muss man sich merken. Und da gibt es das Problem, dass mein Fingernagel eingerissen ist.
Ich darf mal eben kurz manikürieren, das nervt mich nämlich. Ja, es gab Zeiten, da habe ich sowas hier verwendet. Mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so grobmotorisch, habe trotzdem eine Schlüsselfeile. Ja, mit meinen Fingernägeln habe ich früher immer Schrauben aufgemacht. Die sind so dermaßen stabil und hart. Da wird es wieder Zeit für eine Maniküre. Feechen, Frauchen, nicht vergessen, ich mache gerade dein Motorrad, also abarbeiten. Ja. Das wird in Naturalien ausgeglichen. Oder in... Es geht euch nichts an. Ruhig jetzt. So. Ja, das mit meinen... Mit den Magneten der Festplatten. Das sind die Magnete, aufgeklebt. Und da muss man ordentlich ziehen dran. Meine Flasche vom Bremsenentlüfter habe ich genauso gemacht. Das funktioniert auch. Schön. Wir waren bei der Viagra stehen geblieben. Die Blue Devil bekommt also als nächstes den Ventilservice, Ventile einstellen. Und dann werden wir mal den Vergaser begutachten. Weil da ja folgendes Problem war und ich das schon erkannt habe. Oh, es tröpfelt. Da fehlt eine Schraube. Deswegen ist dieses Teil hier locker. Gut, und da dieser hier tröpfelt, werden wir mal enttröpfeln. Habe ich bei der Kajiva eigentlich Schwimmerstand kontrolliert? Na, gell? Wäre ja vielleicht auch noch eine sinnvolle Maßnahme gewesen. Boah, schnell, 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 mir geht die Kraft aus. Boah. Puh, mit ausgestrecktem Arm das Ding festhalten. Gar nicht so einfach. Ja, ab einem gewissen Alter ist einfach nicht mehr diese Kraft da, die man braucht. Ja, also der Benzin, so wie er rausrinnt, ist nicht schmutzig. Der ist auch an beiden Vergasern angeschraubt. Dieser komische Halter für das Gas. So. Ausgetröpfelt. Mal weg mit dem Ding. Erstmal hier wieder zudrehen. Und dann schauen wir gleich mal den Halter an. Es ist kurz nach 6. Ich habe noch etwas Zeit. Gut, da sehen wir mal hier eine Pipi-Innensechskant und hier eine Pipi-Innensechskant und da fehlt eine und da fehlt eine. Das ist M5. M5 Inbusschrauben M5. Da dürfte ja nichts mehr. Oh, ja. Schwer. Geht schwer. Ich hätte nämlich gerne die Gewindelänge ermittelt. Boah, damische Schraube. Da brauche ich ja gar nicht lang rumsuchen. So. Wird wahrscheinlich auch zu lang sein. Oh ja, na, das könnte hinhauen. Schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Ob das überhaupt ein Gewinde ist. M5 oder sowas. Ja, das passt. Dann haben wir hier die nächste kurze, die hier reinkommt. Da bin ich mir aber nicht sicher. Nein, da muss eine noch kürzere rein. Aber noch viel kürzer geht wohl kaum. Ah, sicher geht. Geht doch alles. Hat doch alles Füße, geht doch alles. So. So. So, einmal. Zweimal, die kann man wenigstens richtig anziehen.
die Schräubchen. Schauen wir mal, was das hier spricht. Danke. Das war aber nicht die Schraube, die ich meinte, sondern die liegt jetzt hier irgendwo dazwischen. So. So, einmal hier. Jawohl. Jetzt brauche ich den ganz kleinen wieder für die andere Schraube, die ja garantiert los ist. Yep. Beziehungsweise so lang, dass das Gewinde unten aufgestanden ist. Dann kann das Ding nicht fest werden. Deswegen nehmen wir da eine kürzere. Und vor allen Dingen mit einem größeren Kopf, der mehr Drehmoment aushält, wäre das in Ordnung für mich. Einmal so aus dem Handgelenk. Da brauchen wir keinen Drehmomentschlüssel. So, dann wäre das erledigt. Und aus dem Kopf, da bewegt sich nichts mehr. Schön. Tja, die liebe Gemeinde, wir wären fertig. Zumindest mit der Grobdiagnose. Ein paar Kleinigkeiten haben wir natürlich gemacht. Das ist klar. Als nächstes morgen übermorgen Ventile einstellen. Ich werde jetzt gleich noch die Batterie verräumen. Die Vergaseranlage werde ich auf jeden Fall die Tage noch die Schwimmerkammer abnehmen. Mal reinschauen, wenn die Schwimmerkammer okay ist. Dann soll es so sein. Das werden wir sehen. Da brauche ich ja nicht drüber nachzudenken. Den Vergaser zerlege ich und rein ins Ultraschall. Mit dem KTM-Vergaser würde das zum Beispiel gut sein. Habe ich die Dichtungen noch nicht bekommen. Gut, liebe YouTube-Gemeinde, das war's für heute. Der 31. Januar. Stichwort. Heute Abend ist es also soweit. Und mir bleibt nichts weiter zu sagen als herzlichen Dank für euren Daumen hoch. Herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Machen wir hier das letzte Video und machen wir hier das Abo für meinen Kanal NiceEyes36 für die neuen Zuschauer unter euch. Herzlich willkommen. Dann bleibt mir zum Schluss nur noch zu sagen, bleibt mir gewogen. Pfiat euch. Baba.